So. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pineview Drive. Wir driven immer noch in Pineview. Haben keine Schlüssel mehr. Und jetzt wird's interessant. Warte mal. Es war ja hier drin. Also echt jetzt, wer hat das Haus gebaut? Wer hat das Haus entworfen? Wie hab ich den genannt? Ich hab's schon wieder vergessen. Harald, der war's. Harald. Jude, alter Harald. Da bin ich, geht nicht. Ist nicht. Super Aussicht ist das hier. Oh, ein Schlüssel. Harald, hast du einen Schlüssel gesehen? Sieht nicht so aus. Telefon! Bist das du? Hallo? Sieht nicht so aus. War da drin ein Telefon? Harald, hast du ein Telefon? Hier ist längst ein Telefon. Da ist auch keins. Harald! Weißt du, wohin ein Telefon ist? Haupthalle? Alles klar. Ey, Mann! Eine Eingangshalle! Ja, sicher! Jedes Mal wieder drin bin, leitet's. Warum leitet's hier? Hallo? Hier drin ein Telefon. Nee. Das schon wieder. Ist es oben? Ja, das ist oben. Ist hier ein Telefon? Nee, schon im Nebenraum. Ja, ich komme ja schon. Was ist denn hier ein Licht hier? Hier ist nicht mal ein Telefon! Zum Fick? Wieso läutest du? Ach, das ist oben, meine Güte! Das hört sich aber an, als wäre das hier unten. Ja, bin ja schon unterwegs, Mensch. Was ist das hier? Nö, das kann es gar nicht sein. Kommen ja schon. Es ist nicht mal das hier oben. Hä? Was ist das hier? Die Automatiklampe. Wo ist das? Das schicke Telefon. Hier Leute. Kannst du mich doch nicht verarschen? Hier läutet's. Der Typ hier läutet. Wieso läutet das hier? Oder ist es unten? Nee, das kann nicht. Das hört sich so an, als wäre das hier. Genau hier. Ist das draußen? Das kann gar nicht. Sonst würde ich das nicht so klar hören. Und wo hier ist ein Telefon? Wieder irgendwo. Steht hier ein Telefon? Ich habe es bisher noch nie gesehen. Hui? Weil der langsam irritiert es mich. Auch nicht. Hä? Ey, ich bin irritiert. Ist ein Telefon, wenn die da anleuchte? Nö. Zum Fick, ey!
Auf zu läuten! Ist hier ein Telefon drin? Nö. So, fällt mir Lichter einschalten. So. Ist immer noch nichts. Ach, hör auf jetzt. Warte mal. Also hier sind ihr Leute zu Hause. Ist da unten? Ist da drunter noch ein Raum? Da drunter müsste. Ist das jetzt hier aber anders, wäre es hier? Hier ist aber nichts. Also wirklich nichts. Für mehr nichts kann hier gar nicht sein. Was ist dieser scheiß Raum? Es ist ein Arbeitszimmer. Ah, hallo, Fledermaus. Du fliegst durch eine Wand. Gut, Alter, durch eine Wand, Fledermaus. Wo ist ein scheiß Telefon? Wo ist jetzt oben? Das ist doch hier. Oh Mann, ey. Natürlich ist es hier. Hallo? Ja, hallo. Ich stehe vor dir, du scheiß Telefon. Geht wieder ohne. Schalt mal Licht ein. Ne, Moment, das ist wieder ein anders. Ja, das ist wieder ein anders. Hallo? Was steht hier? Ein Telefon? Steht doch gar kein Telefon. Was ist da drin im Dingens? Wieso stehen hier überall Telefone? Hi. Was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt will ich wieder einen Schlüssel. Ist der jetzt für die Hintertür? Nee. Ja, sag doch, da steht kein Telefon. Die haben immer recht. Also, weiß ich nicht. Fliegende Pflanzen rum. Also mal, Schlüssel. Es ist sowieso nicht für oben, also ist es garantiert für unten, aber ich gehe trotzdem, weil ich denke, es ist für unten, gehe jetzt nur oben, weil in der Hinsicht für welche Türen die Schlüssel sind, liege ich sowieso immer falsch, deswegen gehe ich jetzt nur oben, weil ich denke, er ist unten. War der Gedanke dann nachvollziehbar? Ich hoffe mal. Wenn nicht, dann ja, Pech gehabt. Aber wenn das Spiel wusste, dass sie denkt, dass der unten ist, weshalb ich daran denke, dass der oben ist, da hat es gedacht, dass sie jetzt da denkt, dass sie nur oben geht. Hier ist doch überhaupt nichts mehr, oder? Ich glaube nicht, ne? Ich komme hier hinter so hier. Ne, hier ist nichts mehr. Hier geht es nicht mehr weiter. Was ruhig mit Psst? Du brauchst mich gar nicht anpsten. Das ist immer ein Kopf. Scheiß Schaufensterpuppe. Das ist bis jetzt das Schlimmste, ne? Und die Psyche-Oma. Die Psyche-Oma. Ach ja. Wo ist diese Scheiß-Tür? Unten ist noch eine Tür. Unten ist noch eine Tür und im Musikzimmer ist noch eine Tür. Und natürlich bei Harald sind auch noch ein paar Türen. Stimmt ja, die Nummer mit Harald habe ich komplett vergessen. Harald, ich komme. Harald! Harald war doch hier oben, oder nicht? War der hier? Nee, Harald war unten. War mal auf hier. Harald! Harald! Ich bin gleich da! Ich bin fast da! Harald! Hallo! So, ist der Schlüssel für hier? Haha! Ist hier überhaupt ein Brot und der Buddel wohl Wein. Nice. Darf ich mir einen ansaufen? Na, in so einer Situation voraussichtlich wird sich doch jeder einen ansaufen. Sind das Fische? Ja geil, jetzt bin ich hier drin, oder wie? Was hat man das jetzt gebraucht aus einem Zündhölzer? Ist aber drin? Nee. Hier wird...
Ob hier irgendwo ein Schlüssel rum ist mit den Fischen? Schlüssel? Nö. Da ist auch kein Schlüssel. Harald, was soll die Scheiße? Harald, was soll die Scheiße? Warum ist da kein Schlüssel drin? Sag's mir, Harald. Warum ist hier nirgends ein Schlüssel? Wieso zum Geier sieht der Busch so komisch aus? Ist hier irgendwo den Brotenschlüssel oder so? Ich kann nicht hüpfen, ich wollte gerade hochhüpfen. Ist da ein Schlüssel drin? Kann ich das aufmachen? Nee. Da liegt Käse rum, liegt Brot rum, liegt Wein rum. Er sieht besser, wenn das Licht aus ist. Kommt mir irgendwie vor. Kann ich einen Besen mitnehmen? Verdammt nochmal, Harald, hast du einen Schlüssel? Nee, okay. Jetzt läuft im Fernsehen. Störsender. Oh nee, ich hab keinen Schlüssel, ey. Ich brauch einen Tipp. Kann ich den irgendwie abrufen oder kommt der einfach, wenn hier so 20 Minuten rumstehe und nichts erreicht? Na Kumpa, ich höre ihn. Er kommt. Was? Ist was? Nee. Da, für was ist dieser Raum? Wieso? Für was ist dieser Lagerraum? Hier ist nichts. Was ist eigentlich mit dem Licht auf dem Gartentisch auf sich? Schöne da draußen. Gartentisch, danke. Das Cat hört. Muss zum Gartentisch. Wo ist der Gartentisch? Und wo ist die Kindertür? Irgendwo hinten. Wo ist jetzt mit der Baumelei? Licht am Gartentisch. Das Licht am Garten. Hier war ein Gartentisch? Alter. Einmal ums Haus joggen, das ist hier wirklich schon. Da drüben. Das ist hier schon wirklich ein Akt. Jetzt ist einmal ruhig mit dem Schlüssel. Ratterbien sind auch hier. Hannibal, wie geht's hier? Immer noch creepy as hell, alles klar. Ich will die Hintertür, ich will nicht auf dem Friedhof, ich will endlich mal die Hintertür. Da komm ich ja schnell da raus. Natürlich nicht. Der Sound kommt mir irgendwie bekannt vor, ne? Der kommt mir bekannt vor, der Sound. Den habe ich irgendwo schon mal gehört, ich weiß aber nicht mehr wo. Kann das sein, dass es jetzt... Kann das sein, dass es in irgendeinem... Na, ein ganz Stronghold an der Wassersand. Weiß ich nicht. Aber ich kenne das Ding aus irgendeinem Spiel, wo ich übel oft gespielt habe. Die Statue steht immer nur hier. Wo ist denn die Flasche? Aha, sie guckt wieder in Richtung Tür. Eine Frechheit, dass die Frösche nicht immer da sitzen, wo sie sitzen sollen. Nochmal zur Tür. Dankeschön, Alter mal. Harald, hier war der Schlüssel. Harald! Harald, ich hab einen Schlüssel! Yeah. Ist der für hier? Er ist für hier! Puh. Ich schmale Buddel rum. Fischreihern. Alle mögliche Scheiße, wieder Batterien. Ah, hier ist ein Brief. Ein Fass. Ist aber irgendwo nur ein Schlüssel? Nö. Ja, dann nehmen wir doch. Seit heute kreisen ständig Krähen über dem Haus. Hab ich schon gesehen. Teilweise ist es draußen kaum auszuhalten, wegen dem Lärm, den sie machen. Das sind nicht die Krähen, das ist das Spiel, das ist ein Lärm, macht diesen immensen, also die Musik. Auf dem Friedhof habe ich auch übel Lust, sag ich euch. Habe ich übel Lust auf den Friedhof, nicht guten Morgen oder guten Abend, weil der hat dann noch kaputteren Tag-Nacht-Rhythmus als ich. Jetzt kommt wieder die verzweifelte Schlüsselsuche.
Wobei, warte mal. Ist das der Lagerraum? Nö. Der Lagerraum war oben. Das ist ja schon merkwürdig genug, dass der Lagerraum oben ist. Guten Morgen. Das Haus ist so groß. Der Lagerraum ist hier. Du hast schon fast eine Landkarte für dein eigenes Haus. Immer noch nichts. Wir haben irgendwie so ganz widerwärtigen Grinser. Oder bilde mir das ein. Alter, ist das wieder laut. Jungens, es ist laut. Hört auf damit. Harald! Guten Tag, Harald! Hallo! Wieder was in der... Ist da was in der Kammer? Ein Gummiente. Wieso liegt hier eine Gummiente? Oh, das ist ein geiles Brot. Ein Hummer? Jawohl! Immer kein Hummer, aber... Ich finde die lustig, die Viecher. Ich mag die. Also... Boah, ich muss mir morgen unbedingt mal wieder ein Brot kaufen, gell, ne? Ich hab schon ewig... Ich hab jetzt ja schon ne... Ich hab übel Lust auf Brot. Also auf so frisches Brot, aber wir haben keins mehr. Aber Harald hat hier jede Menge frisches Brot. Das geht mir leicht auf den Sender. Ach, Harald. Guter Empfang, wie immer. Hannibal ist auch da. Ah, da ist die Hintertür. So. Ja, bitte. Ja. Ist jetzt auch schon öfter Glühbirnen geplatzt. Ist tatsächlich wirklich mal Glühbirne geplatzt, aber nicht hier 16 Anstieg. Alter, was leckt denn das jetzt hier? Harald, was machst du? Ist hier drin irgendwo ein Schlüssel? Nö. Oh, das ist ein Stromausfall. Oder? Ja, das ist ein Stromausfall, meine Damen und Herren. Gummiente, hast du eine Batterie? Hat sie tatsächlich. Oh Mann. Jetzt wird es gleich viel mehr Spaß, hier eine Schlüssel zu suchen. Harald! Wir haben keinen Strom mehr! Harald! Das ist nicht gut, Harald! Wo ist denn dieser scheiß Schlüssel? Harald! Oh. Warte mal. Hä? Nee. Ich hab keinen Schlüssel. Ich hab schon fast gedockt. Hier truppt rein. Nee, hier truppt sie rein und Deutsch sprechen kann ich auch noch. Warte mal, hier drin war doch der Lagerraum, ne? Ist da jetzt was drin? Nö. Ich muss wieder auf den Tipp warten hier. Also mir geht das mehr auf den Sender als jeden anderen, dass ich die ganze Zeit auf die Tipps von Tipp zu Tipp hangeln muss. Wieso leuchtet der Fleck eigentlich? Jetzt kann sich ja keiner mehr darüber aufregen, dass hier die Lichter hier entstehen, aber die gehen nicht ein. Haha! Naja. So ein penetrant lautes Gewitter hat aber schon lange nicht mehr. Boah, hell. Wieso bin ich eigentlich hier oben? Kann mir das noch jemand erzählen? Also ich weiß nicht, wie schaut das im Video aus? Bei mir ist jetzt auch, wenn ich... Es kommt mir nicht wirklich so vor, als wäre es so viel heller mit der Taschenlampe. Ich habe keine Ahnung, wie das ausschaut dann. Taschenkommandant, hallo!
Hallo? Immer noch nicht. Ich brauche halt echt diese blöden Tipps. Sind die Lampen jetzt eigentlich alle eiskalt geplatzt, oder wie? Sieht die wieder nah aus. Knallhart. So, nicht mal bei einem Horrorspiel können wir die schlechten Witze verkneifen. Es gehen ja wenigstens ständig die Lichter an. Hat das Haus eigentlich noch ein Stockwerk? Ja, wir kommen wieder hoch. Ich muss doch 100 probieren nur draußen. Und wen oder was wetten wir denn? Draußen ist auf jeden Fall der dezente Strommast. Aus Holz! Auf! Guten Morgen! Das ist ja gar nicht laut! Ich scheine den richtigen Ria zu haben. Es wird ultra penetrant gerade das Spiel. Oh. Ist hier was? Nö. Meine Nase ist zu, also einen guten richtigen Riech. Alter, es ist laut. Kann ich gar nicht haben. Ist hier irgendwo ein fucking Schlüssel? Kann doch langsam nicht mehr sein. Hannibal, was für ein Schlüssel? Also Schlüssel? Nee, hast du nicht. Ich sag mal, blimmel das ein oder schaust du irgendwie jeden Tag in eine andere Richtung? Ja, das ist ja... das ist ja wunderschön hier draußen. Sogar beim Leuchtturm ist der Strom aus. Oh, Alter! Mann! Das grenzt hier von der Lautstärke echt schon fast am Weltuntergang. Aber wirklich weiterkommen tue ich nicht hier draußen. Mir war so, als hätte ich eine Katze aus dem Korridor zum Fernsehzimmer gehört. Hast du das? Also ich höre da nichts. Ja, generell gar nichts. Das ist gar nichts. Frösche haben sie verpisst, Leute, sie hier. Das Fernsehzimmer. Harald, ich komme. Harald. Das ist eine fucking Katze. Harald, da ist eine Katze. Harald! Da war eine Katze! Das ist ein Schlüssel. Ruhe ist jetzt mit. Psst. Also echt jetzt. Hier war ich schon. Mach mal zu, die Scheiße. Ist die Tür für hier? Ist die Tür für hier? Harald, wo ist der Schlüssel? Harald! Noch kein Scheiß. So wie wieder ein Schlüssel. Eine Katze gehört. Hat man die echt gehört oder? Ah, das ist gar kein Phonetel. Ist die für hier? Natürlich nicht. Morgen. Für wo ist dieser blöde Scheißschlüssel? Der ist 100 Pro für ganz oben jetzt. Applaus, Applaus, ein Treppenhaus. Oder für hier, hier ist doch auch noch so eine Tür. Ha, nämlich. Ich wusste es nämlich. Jetzt wollte ich gerade das Licht einschalten. Aha, da ist auch eine Treppe. Wer hat dieses Haus entworfen? Also echt jetzt. Ist zu. Ist zu.
schon wieder ein Ding. Die Schrufen. Streichhölzer. Schüssel. Ja. Nicht hier. Ich stehe hier. Nein. Ich stehe hier. Haha. Ach, eine Ratte. Wieso zieht denn das so viel Leben ab? Spiel. Was ist das? Ach, ein Schlüssel. Ich wollte dich auch gar nicht anzünden. Ach, komm. Ist der für hier? Nein. Hier? Nein. So leiser wird es auf jeden Fall nicht. Ist der für hier? Nein. Ist der für hier oben? Alter, wie viele Stockwerke hat das Haus? Kein Wunder, dass es 30 Tage dauert, hier irgendwas zu finden. Der ist für hier, alles klar. Schon wieder ein Schlafzimmer. What? Oh, ein Schlüssel. Die alte Clownpuppe macht Linda von Tag zu Tag mehr Angst. Sie traut sich kaum noch an ihr vorbeizugehen. Was hat die gegen Harald? Na gut, er sieht nicht so aus, als wäre es Puppe, aber es ist Harald. Der ist halt so. Zack, 9. Ja. Und wie es in Tag 9 weitergeht, das sehen wir dann morgen. Da geht's nämlich weiter mit Panther Drive und Harald. Tschüss.